Diese Bilanz, die sollte auch in der Südstadt halten gegen Admira Wacker. Das ist unser Spiel des Tages, das Avabank-Spiel. Und einer hatte sich ganz besonders viel vorgenommen, nämlich der neue Mann im Teamkader, Markus Schopp. Auch die Fans der Grazer erwarten sich sehr viel. Sturm in stärkster Besetzung, Mario Haas mit 9 Toren, der Topscorer des Clubs, ist nach seiner Sperre wieder dabei. Hörmann für Tschernyschow. Schlechter Abschlag. Gaga, guter Schuss. Gaga spielt heute im Mittelfeld, Hans Kogler als Libero. Die Schutzmaßnahmen der Niederösterreicher zu Beginn recht wirkungsvoll. Bacher. Meierleb. Wieder für Bacher, war nicht so geplant. China. Und das 1:0 für Admira Wacker schon in der 10. Minute. Die schnelle Führung also zu Beginn, große Nervosität, viele Fehler auf beiden Seiten. Da haben sich jetzt 2 Abwehrfehler summiert. Da sehen wir es, der Ball kommt zu China. Der lässt sich diese Chance nicht entgehen und stellt auf 1:0 für die Niederösterreicher. Weggespitzelt der Ball, aber genau zu China. Der lässt Hörmann Guardiol keine Chance. Sturm möchte ja eine imposante Serie fortsetzen. Seit 15 Spielen sind die Grazer ungeschlagen und sie möchten aus der Südstadt zumindest einen Punkt mit nach Hause nehmen. Kopfball von Haas, da kann Tormann Franz Gruber nicht überraschen. Gruber spielt heute anstelle von Wolfgang Knaller, der wegen eines eingeklemmten Ischiasnervs bis Saisonende ausfällt. Weitere Ausfälle bei den Niederösterreichern, Bischkup, Klaus und Ernst Ogris. Kogler. Ja, Foul von Boschan, Meierleb oder nicht? Der Pfiff von Schiedsrichter Plautz bleibt aus, also kein Elfmeter. Schauen wir uns das nochmals an. Sieht so aus, als hätte Bosch hier gestoßen. Aber kein Elfmeter für die Niederösterreicher. Meierleb. Wieder ein Foul an Meierleb von Grassler diesmal. Meierleb wird heute nicht geschont. Auch nicht Grassler, er bekommt jetzt Gelb. Harte Attacke von Grassler, sieht zu Recht die gelbe Karte. Na, Trainer Dietmar Constantini sieht so etwas gar nicht gern. Sturm findet nicht richtig ins Spiel. Die Aktionen der Grazer werden meist schon im Ansatz gestört und zerstört. Und hier vergibt Haas. Mario Haas deutet seine Gefährlichkeit an, mehr noch nicht. Sieht auch Trainer Osim. Die Spieler von Admira Wacker ständig in Bewegung, die Grazer zu statisch, zu wenig initiativ. Die Mannschaft spielt im Moment nicht das, was sie kann. Und hier hat Ogier Vastic gehalten und Schiedsrichter Klaus hat es nicht gesehen. Zinger und Tschernyschow verhindert das Schlimmste. Und das in der Zeitlupe an, hätte eine gute Schussmöglichkeit vorgefunden. Jetzt Eckball. Wieder ein Schnitzer in der Abwehr von Sturm, wieder Zinger und diesmal ist Koryuk da. Der Sturm findet nicht zum gewohnten Spiel. Hannis, und hier ein Foul von Tschernyschow. Ja, die gelbe Karte, aber das hätte durchaus auch rot sein können. Freistoß für Admira Wacker, Pausenstand 1:0 für die Niederösterreicher und unter den Zuschauern auch noch Austria-Trainer Egon Cordes, der im Streit mit einem Ordner um einen guten Sitzplatz siegreich geblieben ist. Wer in diesem Spiel siegreich bleibt, ist noch lange nicht klar. Scharrer für China und Guardiol. Eine
Gute Aktion von Admira Wacker. Die Grazer weiter zu wenig druckvoll. Lassen sich weiter zurückdrängen. Bacher. Und der hat erwischt. Roman Corio passt auf dem falschen Fuß. Das wäre ein kurioses Tor geworden oder ein Geniestreich. Milanic, Idealpass für Haas. Ja, und der erwischt den Ball schlecht. Die bisher größte Chance für Sturm. Ja, jetzt kommt Sturm, die Niederösterreicher schon etwas müde. Die Mannschaft ist sehr viel gelaufen. Zieht jetzt das Spiel zu sehr in die Breite. Die Grazer finden viele freie Räume vor. Meierlieb für Suominen. Wieder Meierlieb. China erwischt den Ball nicht. Haas kann sich hier gegen Gaga durchsetzen. Ja, und das ist das 1:1. Der Ausgleich in der 63. Minute. Mario Haas hat hier Tormann Gruber nicht den Funken einer Chance gelassen. Hat sich schon angedeutet. Sturm hat jetzt das Spiel fest in der Hand. Wunderschönes Tor von Mario Haas. Sein 10. Tor in dieser Saison. Dann überreicht Schiedsrichter Plautz Trainer Konstantini eine Flasche, die sichtlich von der größten Flasche im Publikum ins Feld geworfen wurde. Haas vergibt hier, aber die Grazer jetzt förmlich entfesselt. Gefällt Dietmar Konstantini gar nicht. Für die Niederösterreicher geht es um nichts mehr, für Sturm hingegen um sehr viel. Haas für Vastic, Gruber, wieder Vastic und das 2:1 für Sturm in der 71. Minute. Der Admira Wacker ausgelaugt, fast wehrlos jetzt. Die Grazer haben das Spiel fest im Griff. Idealflanke von Haas. Vastic schießt zunächst Gruber an, aber im Nachsatz ist er erfolgreich. Vastic, ein Spieler mit Admira Wacker Vergangenheit. Trainer Osim darf jetzt zufrieden sein. Vastic für Wettl. Sturm gewinnt 2:1 und der Präsident als Prophet. Ich glaube, wenn morgen das Spiel Salzburg gegen Austria Wien unentschieden endet, dann wird Sturm Meister. Warum? Wir schlagen die Austria Wien und Steyr und Salzburg wird in Innsbruck verlieren. Naja, eine kühne Prognose des Präsidenten auf jeden Fall hat die tolle Serie von Sturm weitergehalten und den Markus Schopp werden wir dann noch bei uns begrüßen. Zunächst aber kommen wir zum Schlager oder ich will Ihnen noch den Toto-Tipp nicht verhehlen. Spiel 2.